seit 2007 bin ich hier in Bruck an der Leitha und unterrichte jeden Tag 2 Kurse und stehe mit meiner Assistentinnen oder beziehungsweise mit meiner Frau drinnen und zeige ihnen halt ja, ab dem ersten Schritt bis zu den Profis halt jeden Schritt mit der Musik. Angefangen von normalen Ballroom Latin Dance, klassische Tänze und Lateintänze. Und speziell ist momentan sehr interessant für Zumba-Tänzer, also alle, die ein bisschen mehr Fitness machen wollen. Auf Zumba gehen wir sehr gerne und das geht natürlich in Salsa, Merengue, Bachata, Mambo, in lateinamerikanische Tänze, wo man sagt, okay, das möchte man als Boogie-Kurs oder Spezialkurs erlernen und das, sowas kann man bei uns erlernen eigentlich. Also es ist einfach eine Kommunikation, es ist einfach ein Miteinander und das ist das Schöne, was hier in Bruck an der Leitha bei uns stattfindet. Es ist einfach das Austausch untereinander, miteinander, egal welchen Beruf du machst, egal was du bis jetzt erreicht hast und es ist einfach das Zusammensein. Seit Herbst 2011 besuche ich den Damen-Zumba-Fitnesskurs. Auch das macht der Isi ganz ausgezeichnet. Das ist ein tolles Fitnessprogramm und darüber hinaus besuche ich mit meinem Mann jeden Freitag so den Übungsabend, an dem wir einfach das üben, was wir im Kurs bzw. in Privatstunden, die wir so zwischendurch nehmen, lernen. Wir haben angefangen natürlich mit einem klassischen Anfängerprogramm und haben uns jetzt durchgearbeitet bis hin zum Goldstar-Programm. Ja, also die ganzen klassischen Tänze wie Wiener Walzer, langsamer Walzer, bis hin zu Cha-Cha-Cha, also die ganzen lateinamerikanischen Tänze, die wir da lernen, ja, die führen wir da in der Tanzschule aus und mittlerweile mit gutem Erfolg. Open Ball Choreografie, man bekommt eine Ausschreibung und da kann jede Tanzschule mitmachen. Und anschließend, nach dem zweiten Interview, haben wir den Zuschlag bekommen, dass wir den Open Ball 2012 eröffnen können. Die Schwierigkeit ist bei dieser Choreografie so, dass wir von allen Seiten bedenken müssen. Wir müssen bedenken, dass oben eine Kamera ist, die oben runter filmt. Wir müssen bedenken, dass von der Logen gut zu sehbar ist. Wir müssen genauso die Gäste, die am Parkett sind. Das heißt, von drei Seiten muss diese Choreografie wirklich gut ausschauen. Und das ist diese Art, dass man sagt, okay, das ist eine schwierige Art, diese Choreografie durchzuchoreografieren. Sonst, selbst die Choreografie ist total klassisch, einheitliches, schönes Bild, was wir produzieren. Wir haben uns in der Tanzschule kennengelernt und haben schon andere Bälle auch eröffnet und jetzt haben wir gesagt, heuer probieren wir mal den Opernball zu eröffnen. Sind eben zum Vortanzen gegangen und dann kam das Schreiben von der Staatsoperant. Ja, ich finde den Tanzlehrer Ismet sehr gut. Er macht seine Proben großartig, er springt sehr viel Spaß in die Proben hinein. Es ist sehr unterhaltsam, auch gemeinsam mit dem Herrn Swabek. Also ich glaube, es wird echt eine tolle Choreografie. Und ja, finde ich echt toll. Mehr Fuß zum Bogenschütz, mein linker Fuß. Das war der erste Teil. Dann starten wir mit Linkswechsel, Rechtswechsel, Linkswechsel. Auch wenig mit Blicken hin und her, sondern nur Wechselschritt. Okay? Ohne Neigung und Minus. Okay, von Anfang an. Okay, also 6,
wechselt Schritte gerade vor. Nachher, wenn wir paarweise tanzen, genauso. Aber ich darf nicht mich alleine sehen, sondern ich habe hier einen Herrn rechts von mir oder danach ein Pärchen. Das heißt, wenn wir Wechselschritt beginnen, dann bin ich genau auf seiner Höhe, egal wie weit meine Beine sind.